Kate, manchmal wirst du auf Geheimdienstgegenstände stoßen, die du nicht entdecken kannst, weil dir dafür ein bestimmtes Gerät fehlt. Wenn du auch diese Gegenstände sammeln möchtest, musst du später mit anderem Equipment wiederkommen, Bruno. Arsch, aber wie bei dem einen. Wahrscheinlich wie bei dem einen. Wo ich gesagt habe, wie komme ich denn da hoch? Wie soll ich da hochkommen? Ach, Bruno. Bruno! Da, 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 da. So. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus hier. Schön gemacht. Bruno! Ich werde deinen Tod rächen, mein Freund. Warum wirst du eigentlich noch angezeigt, als ob du leben würdest? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ah, du hast Brunos Leiche entehrt, wollte schon sorgen. Das ergibt doch gar keinen Sinn, der ist doch schon tot. Du hast Brunos Leiche entehrt. Ah. Gut, das haben die ja gemeint. Ich kann es wahrscheinlich nicht übersetzen. Deswegen brauche ich also einen Gegenstand, damit ich dieses komische Buch übersetzen kann. Das meinen die wahrscheinlich damit. Und wie in dem Fall, wo ich da hingelaufen bin. Was jetzt? Das mit dem Hochklettern war, wo ich gesagt habe, ich brauche irgendwie so ein Seil. Dass ich da hochklettern kann. Vielleicht kann ich doch zurückkehren. Da merkt man, dass ich halt bei diesen Spielen nicht mehr so ganz weiß, um was es hier ging. Oder muss ich dich erst holen? Hat er vielleicht was zurückgelassen für uns? Ein Hinweis noch, Volkov. Keinen Hinweis hier gelassen für uns. Schade. Der sein könnte, hätte er vielleicht wieder sein Blümchen runtergeschmissen. So als Zeichen. Oder oben. Hinterlassen für uns. Oh, hallo. Laden. Ah, ich habe noch gar nicht gespeichert. Naja. Das weiß ich ja, wo die Typen auf mich warten. Ist auch immer das Ideale, wenn du genau weißt, wo stehen sie. Bist du okay? Nein, der ist nicht okay. Du auch nicht. So, lieber speichern schnell. Wer ist da? Mach das stehen und keine Bewegung! Keine Bewegung! Bleib genau da stehen! Bleib genau da stehen! Die Frau ist tot! Das kann ich nicht zulassen, dass die arme Frau tot ist! Nicht während meiner Schicht! Wenn ich da- Sie lebt noch. Nicht während meiner Schicht wird hier diese Frau getötet. Ah! Mitten in die Eier.
vor einigen gelaufen. Frau? Tut doch nichts, Frau. Sie. Sieh nur, ich habe meine Waffe weggesteckt. Von mir geht keine Gefahr aus für dich. Ich bin deine Rettung. Wer ist da? Kann ich es hier durch zufälligerweise oder ist er immer noch geschlossen? Er ist immer noch geschlossen. Ich will die Munition nicht, ich will die nehmen. Schmeiß nicht, wenn man auf mich schießt. Ich auch nicht. Das sind noch viele von denen jetzt. Ja, die Pistole ist bei einzelnen okay, aber bei zu vielen ist die Pistole irgendwie nicht so die Welt. Dann nehme ich lieber das Ding. Vielleicht zumindest 10 Schuss. Das macht dann mehr Sinn. Jetzt ist es aus! Dieses komische Leichenspray, was man da hat, dass man das nehmen kann. Das hatte ich ja letztes Mal nicht mitgenommen. Das brauche ich irgendwie gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder zumindest im Moment sehe ich da keinen Nutzen, wenn ich das mitnehme. Eng umschlungen eine Kette von Kerlen. Verkäuferin, wo bist du? Nein, er hat getroffen. Nach einer halben Ewigkeit. Ich lasse es nicht zu, dass mein unbeschuldeter Bürger hier sterben. Gut. Der ist auch noch besoffen, der Typ. Der merkt immer noch nicht, was los ist eigentlich. Die andere Waffe. Ein größeres Magazin, das gefällt mir. Na, Schnapsdrossel, bist du da hingefallen? Merkst gar nicht, welcher Gefahr du dich eigentlich begibst hier.
Aha! Ich dachte, ich hätte jemand erwischt hier. Wer ist da? Geh dir nichts an. Nein, ich will es nicht laden. Ich will den Mann retten. Hallo? Hallo? Ja! Geschafft. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Volkov. Ich finde dich überall. Tötet sie, ihr inkompetenten Trottel. Schnappt sie! Sie ist hier. Nur weiter so. Es geht ja wirklich rasant weiter hier. Ja. So, ein bisschen gebadet. Memo an Gebäudeservice. Ich bedauere es, informieren zu müssen, dass der Nagetierbefall an Einrichtung Nummer 4529 der marokkanischen Küste immer noch drastisch ist. Die Tiere dringen über unbenutzte Kanäle ein. Bitte sofort Team Kammerjäger aussenden. Die Moral ist völlig am Ende. Ich rate dir endlich auf! Mach schon mal dein Testament! Oder muss ich dich erwarten? Ich will keine Nachricht schicken. Und wieder die Eier geschossen. Das macht nichts, eure Kinder würden sowieso alle gleich aussehen. Ihr seid eh alles nur Klone. Ich gebe dir keinen Pfifferling für dieses eklige Vieh. Beleidigen Sie meinen Affen? Ich pfeif auf deinen Affen. Sie sind eine schreckliche Person. Ich eigne mich nicht als Kugelfang. Du eignest dich nicht als Kugelfang. Offenbar schon. Ach, da oben? Nein, ich will keine Nachricht checken. Ich will nachladen. Daran erinnern, dass das so weit verzweigt war hier, das Ganze. Ich
deshalb, man merkt wirklich, dass ich das schon lange nicht mehr gespielt habe. Ah ja, sind wir hier angekommen. Kam hier ein großer Mann mit Augenklappe vorbei? Hallo, mit dir rede ich. Mit dir auch, Frau. Sie reagieren ein wenig auf mich. Ich habe euch nichts getan. Da. Die Musik ist anders geworden, als ist die Gefahr vorbei. Die Musik ist wieder da. Bist du okay? Nein, genauso wenig wie du. Nein, ich will keine Nachrichten schreiben. Bist du okay? Offenbar ist er nicht okay. Alle Angst. Und sie machen das alles synchron. Ich finde das so lustig. Irgendwie finde ich das Ganze witzig, wie die das machen. Ich gehe noch kurz mal hier hin. Das ist ja weit verzweigt, verwinkelt. Bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, da könnte ich bestimmt drüber springen. Liebe Selma, ich vermisse dich schrecklich. Erzähle deiner Mutter, dass ich jetzt einen neuen Job bei einer ordentlichen Firma habe und die Bezahlung ziemlich gut ist. Der einzige Nachteil ist, dass ich von Zeit zu Zeit Leute töten muss. Aber die Versicherungsrate ist allererste Sahne. In Liebe, Pierre. Ach, Pierre. Harmakte 22991. Agent Archer. Harm-Agent Nummer 2576 versuchte im März 63 Kontakt zu Archer aufzunehmen, um sie einzustellen. Missionsstatus ohne Erfolg. Darüber hinaus berichtet Nummer 2576, dass ein Portemonnaie vom Subjekt gestohlen wurde. War ich da unten schon mal? Speichern.
Wie gesagt, dass das alles jetzt so weit verzweigt war, kann ich mich, wie gesagt, jetzt überhaupt nicht aktiv daran erinnern. Was gibt's hier eigentlich noch? H-Memo an Gebäudeservice. Wo ist denn die Kammerjäger von Gebäude Nummer 4529? Wir werden den stellvertretenden Direktor Kotzwald, wenn nötig, informieren. Meine Männer erzählen Horrorstories über dieses Ungeziefer. So kann eine professionelle kriminelle Organisation nicht arbeiten. Ich dachte, man könnte die Lichter kaputt schießen. Denn dem Nachfolger war das möglich gewesen. Eine Lieferung von 972 Packungen von Smooth Brand Zigaretten für Einrichtungen Nummer 4529. Ich glaubte, Schüsse gehört zu haben. Hoffentlich wurde niemand verletzt. Ja, doch. Es sind sogar Tote dabei. Schön, dass du dich sorgst. Ah, hier sind wir. Da unten ist das mit der Mülltonne, da war ich schon mal gewesen. Hier bin ich eben rübergesprungen. Wie gesagt, für das Alter und alles wirklich ziemlich weit verzweigt das Ganze hier. Genau, jetzt bin ich hier. Das sind wieder diese blöden Melonen. Ich schätze, wir müssen da hinten lang. Ihm war ich auch drin, sind die mit dem Affen. Aber hier sind wir noch nicht weiter. Das speichern wir trotzdem. Also nicht sehr sicher hier. Ach, ich bin's nur. Enthält Teil 4G des CT-180. Ein halb gegessenes Hühnchen-Sandwich. Warum nur halb gegessen? Und ein zerknittertes Comic-Heftchen von Die furchtlose Hyäne, Ausgabe 7. Die Musik ist noch nicht anders, also ist er wohl noch Gefahr. Ich würde ja schnell Speicher machen, wenn ich das machen könnte. Hui, wir planschen wie ein Vögelein in dem Teich herum. Didelum. Ach du, Kugel. Ich auch nicht. Sind wir schon zwei. Von oben eigentlich gut angreifen jetzt. Habt ihr keine Waffen oder? Jetzt.
Aussehen hat sich noch nicht geändert, als es irgendwo noch Gefahr für uns. Hallo? Du hast keine Chance gegen uns! Keine Bewegung! Mitten ins Gesicht! Haarmemo an Vorstandsmitglied Volkov von Stö, stellvertretender Direktor Kurzwald. Wir haben erfahren, dass Unity einen schlafenden Luftagenten entwickelt. Aha. Versuchen eine Version zu bekommen, damit wir unsere Schlaflosigkeit in den Griff bekommen. Harmakte 2290, Agent Archer. Der Diebstahl des Fitzwald-Diamanten im Jahr 1959 aus dem Königlichen Museum wird im Allgemeinen dem Fuchs alias Kate Archer zugesprochen. Beobachtung, ich frage mich immer noch, warum sie zur anderen Seite übergelaufen ist, wenn sie doch eine so erfolgversprechende Karriere vor sich hatte. Vielleicht ein Anfall von Moral? Muss weiterforschen. Man hat gleich die Zigaretten hier. Hallo, Wand? Mach die Tür zu. Schnell speichern. Speichern, speichern, speichern. Schießt denn hier? Dann müssen wir wahrscheinlich hin zu dem Auto. Ja, ist ja die Küste. Sie ändert sich also. Offenbar sind die Gegner erst einmal weg. Na komm, nehmen wir mal ihre Lieblingswaffe. Da ist noch so viel Munition von dem Ding hier. Ah, ich sehe, ich muss die Folge beenden. Also werde ich jetzt auch mal Schluss machen. Vergesst also nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos von mir. Und in der nächsten Folge werden wir versuchen, zum Hafen zu kommen und dann mit dem Schiff Marokko zu verlassen. Also macht's gut, bis dann, tschüss.